Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie man schwer erkennen kann, stehe ich hier gerade in meinem Badezimmer. Also in unserem Badezimmer, ich wohne ja nicht alleine. Kam gerade aus der Dusche und mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch nicht mein Gesicht gepflegt habe. Dass ich das jetzt aber noch machen muss. Und dann dachte ich mir, da viele gefragt haben, was ich mit meinem Face mache, was ich so benutze, wie ich mein Gesicht reinige, bla bla bla. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch doch mal mit hier in meinem Badezimmer und zeige euch das Ganze mal. Es ist nicht allzu also es ist kein großes Spektakel. Also es ist wirklich nicht allzu viel, was ich benutze. Ich mache nicht viel. Aber ich zeige es euch mal trotzdem. Ich benutze auch nicht teure Sachen, also außer jetzt so Garnier oder so. Aber sonst benutze ich auch Balea von DM und so. Also ich benutze jetzt keine überteuren Produkte, auf gar keinen Fall. Damit ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, ich quatsche jetzt auch gar nicht mehr weiter, sondern mache jetzt einfach. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Als allererstes benutze ich von Garnier das Micellenreinigungswasser All-in-One. Waterproof natürlich. Entfernt wirksam Make-up, reinigt schon, erfrischt für Gesicht, Augenlippen und kein Fetten. Dermatologisch getestet natürlich. Und ich muss wirklich sagen, ich habe immer Probleme mit meinen Augen, weil die immer drehen und sie sind voll empfindlich. Meine Augen sind extrem empfindlich, weil ich habe so eine Hornhautverkrümmung und ich weiß nicht, die drehen einfach immer. Deswegen musste ich auch mal Augensalbe war das, musste ich mal nehmen. Aber ist ja auch jetzt egal. Ja. Das ist einfach so ein, also das benutze ich immer zum Entfernen von Make-up natürlich. Das kann ich euch auch wirklich empfehlen, weil es halt nicht brennt in den Augen und ich finde, von der Haut her, also meine Haut nimmt das ganz schön gut auf. Ich kriege keine... Jetzt benutze ich von Balea die Reinigung Peeling Maske 3 in 1 mit Fruchtsäure, reinigt Poren tief und für mich schaut. Das ist die hier, so eine grüne Verpackung und wie gesagt, das kann man halt als Reinigung nehmen, als Peeling oder als Maske. Heute benutze ich aber mal die Peeling, also ich würde sagen Reinigung und Peeling. Ich glaube, wenn man Peeling reinigt, das ja so oder so, also denke ich mal. Und das massiere ich jetzt schön mit meinen Händen ein. Ich benutze keine Bürste oder so. Hatte ich mal, aber irgendwie mache ich alles mit den Händen. Ich habe gar keinen Bock, immer eine Bürste zu benutzen. So, ich sehe jetzt aus wie ein Geist. Ja. Das lasse ich jetzt aber nicht weiter drauf. Das kann man drauf lassen, wie man möchte. Heute mal nicht, weil ich habe gestern schon eine Maske benutzt. Deswegen brauche ich die heute nicht. Also kann man machen, wie man will. Aber ich benutze eine Maske immer je alle 2 Wochen. Oder einmal eine Woche mindestens. Oder wie man gerade Lust hat. Aber ich mache es immer so einmal die Woche. Ja, kommt hin. Und das wasche ich jetzt ab. So, ich creme mich jetzt ein. Ich benutze jetzt die Creme von Nivea. Ihr könnt einfach eure Lieblingscreme nehmen, wie ihr wollt. Müsst jetzt nicht unbedingt die nehmen. Meistens benutze ich aber auch die von BB. Die finde ich nämlich auch ganz schön. Ich komme mit der eigentlich sogar besser klar als die mit Nivea, aber wir haben die jetzt gerade nicht da. Deswegen benutze ich halt Nivea. Und verteile ich jetzt schön in meinem Gesicht, damit meine Haut nicht trocken wird. So, zum Schluss benutze ich jetzt noch einen Lippenbalsam. Das ist jetzt von Blistex. Ich komme mit denen sehr gut klar. Ich habe eine Zeit lang auch so ganz normale, also jetzt Eos oder so habe ich auch immer benutzt. Aber irgendwie komme ich hiermit besser klar. So, ich habe jetzt ein bisschen mehr drauf gegeben, weil ich zu Hause bin und da kann man ruhig mal ein bisschen mehr nehmen. Dann kann das nämlich auch schön einziehen. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Mehr benutze ich gar nicht. Wie gesagt, ich benutze eigentlich immer nur so eine Peeling und Maske einmal in die Woche.
Und Masken benutze ich auch. Also ich benutze keine bestimmte. Ich habe, glaube ich, sogar eine hier. Ja, das ist genau. Das ist hier Heilerde Anti-Pickel-Maske. Die kann ich sehr empfehlen. Die benutze ich momentan öfter. Aber ich benutze auch andere Masken, also wie ich gerade Lust drauf habe. Und ja, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.